Hallo meine Lieben, ich bin's, Irene aus dem Bastelzimmer. Ja, heute kommt der zweite Teil meiner kleinen Erklärreihe, Vorstellungsreihe zum Thema neue Produkte im Februar. Und ich habe mir heute das Stempelset zum Geburtstag für dich vorgenommen. Insbesondere diese schöne große Torte, denn dazu gibt es ja jetzt ganz neu diese passenden Stanzformen, mit denen man zum Beispiel diese Torte ausstanzen kann. Und ich möchte dir anhand dieser Karte mal erklären, wie ich diese Torte koloriert habe. Es geht wirklich ganz, ganz einfach. Und anhand dieser Karte werde ich dir erklären, auf was man vielleicht achten muss. Und jetzt starten wir erstmal. Ich habe vorbereitet, ich hoffe, man kann es erkennen, diese Torte. Und zwar habe ich die mit einem Versamark Stempelkissen und weißem Embossingpulver auf dem Farbkarton Seidenglanz gestempelt, embossed und erhitzt und eben eingeschmolzen. Und jetzt kann ich die ganz einfach kolorieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist ja immer so im Leben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an sein Ziel zu kommen. Und ich zeige dir jetzt mal eine dieser Möglichkeiten. Das geht ganz einfach, nämlich mit Stempelfarbe oder auch entsprechend mit unseren Markern, denn die sind wasserlöslich. Wichtig ist jetzt, das handelt sich hier um eine Aquarelltechnik, dass die Farbe halt wasserlöslich ist. Und jetzt nehme ich mal mein Stempelkissen und mache da einfach mal Farbe drauf. Dann verwende ich meinen Wassertankpinsel. Wenn du sowas machst mit einem Wassertankpinsel, dann bietet sich das immer an, so ein bisschen Stück Küchentuch dabei zu haben, um den Pinsel abzustreifen. Also mit diesem Wassertankpinsel und ordentlich Wasser kann ich jetzt einfach Farbe aufnehmen und fange einfach mal an, die Torte auszumalen. Es sieht man ganz gut, wo man hier so hinmalen muss. Und ich empfehle auch am Anfang nicht so unheimlich viel Farbe aufzunehmen, denn der Aquarelleffekt besticht ja schon auch dadurch, dass es eben an manchen Stellen heller und an manchen Stellen auch dunkler ist, wenn ich das mal so ganz einfach erklären kann. So, das ist jetzt schon mal hier diese Torte. Wenn ich später feststelle, oder habe ich jetzt vielleicht eine Stelle nicht so gut getroffen, oder ich möchte doch an einer Stelle noch ein bisschen mehr Farbe haben, kann ich ein bisschen Farbe auch jederzeit noch nachgeben. Anschließend den Pinsel hier einfach reinigen, eventuell mal ein bisschen drücken, dass Farbe vorne rauskommt. Und jetzt nehme ich mir meine nächste Farbe, die ich möchte. Ich habe hier jetzt mal Rokoko-Rosa vorbereitet. Nehme jetzt nochmal einen neuen Stempelblock. Mache da einfach ein bisschen Farbe drauf. Dann auch ein bisschen Wassermelone. Also das könntest du jetzt auch mit den Stempelkissen machen. Ich möchte das jetzt aber auch einmal zeigen, wie man es jetzt halt mit den Stiften machen könnte. So, und dann habe ich praktisch meine Mischpalette fertig und kann starten, wieder die Blüten zu kolorieren. Das Gute an der Embossing-Technik ist, jetzt sind die Linien etwas erhaben und man kann da ganz leicht so drüber malen. Ja, und ich werde jetzt hier einfach immer ein bisschen heller. Und ich glaube, Farbe ist jetzt hier genug drauf. Ich mache den Pinsel wieder sauber. Und nehme jetzt als letztes noch ein bisschen grüner Apfel. Und damit koloriere ich hier die Blätter. Ja, das war's. Als letztes habe ich jetzt noch ein bisschen Anthrazit. Und damit gestalte ich hier diese Tortenplatte.
und fertig. Schon ist die Torte koloriert. Jetzt wird noch die Karte zusammengestellt. Und dazu habe ich mir jetzt einfach ein Rechteck ausgestanzt aus dem, ich glaube, das ist das Seerosenpapier aus der Celebration-Aktion. Das klebe ich jetzt hier einfach auf. Also ich mache jetzt auch nicht allzu viel Deko, weil dieses Hintergrundpapier in meinen Augen schon ganz schön kräftig ist. Ich setze jetzt nur noch die Torte hier oben drauf mit einem Dimension. Und ein kleiner Gruß darf natürlich auch nicht fehlen. Da habe ich hier aus diesem Set alles im Block. Da sind ja diese coolen Schriftzüge drin. Toll gemacht. Und das setze ich mir jetzt einfach noch hier unten drauf. Aber auch die anderen sind wirklich schön hier drin. Willkommen, Hallöchen, herzlichen Glückwunsch. Ja, und schon ist meine Tortengrußkarte fertig. Wenn du dir diese Stanzform bestellen möchtest, dann schau dir auch gerne nochmal dieses Exemplar an. Es ist nämlich dabei eine Stanzform, die nur diese Aquarellblüten, nur die Blüten ausstanzt, sodass man die nochmal super alleine verwenden kann. Und zwar diese hier. Dann würde man diese nochmal stempeln und hier mit ausstanzen. Und dann kann man die in 3D auf die Grundtorte sozusagen setzen. Dann habe ich noch einen Tipp. Und zwar, hier habe ich unser Aquarellpapier verwendet. Das Aquarellpapier ist kalt gepresst aus 100% Baumwolle. Das ist natürlich viel Feuchtigkeit, also es kann viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Was mir allerdings nicht ganz so gut gefällt, ist, das hat immer so einen leichten vanillefarbenen Einschlag. Deswegen habe ich die Grundkarte auch in Vanille genommen. Und bei dem Seidenglanz, das ist ein bisschen weißer, finde ich. Und da kann dann die Grundkarte halt auch weiß sein, ne? Also das ist schon ein kleiner Unterschied. Ja, und wenn du sagst, das möchte ich nicht, dann haben wir natürlich auch noch andere Möglichkeiten, diese Torte zu kolorieren mit den Aquarellbuntstiften oder mit den Stampin' Blends. Da musst du halt mal gucken, was dir am besten gefällt. Das war's von mir für heute. Eine weitere Idee zum Thema koordinierende Produkte im Februar von Stampin' Up. Ich sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.